komm, mach. Ich bin ja schon mal froh, dass ich drei Viecher habe, statt zwei oder nur einem, ist ja schon mal ein Anfang. Dass ich die so ein bisschen hochbekomme nebenbei. Ja, ja, ich war schon auf dem Boot. Du musst doch mein Gesicht kennen, Alter. Ich bin der Einzige, der hier hin und her geht. So, wenn er rechts, kommen wir, glaube ich, nach unten. Aber für die Story müssen wir, glaube ich, nach oben. Ein X-Treffer. Sehr gut. Brauche ich nicht, aber gut. Der kämpft. Ein Seebär. Swimmer. Knuddeluff. Level 17. Ich bin einfach nicht stark genug. Bis auf einen hier. Und das ist er. Yeah. The Britney. Vulpix, ja. Yeah, sie hat das erste Mal alleine ein Viech besiegt. Yay, und Level up. Voll gut, die Alte. Ding, ding, ding. Voll gut. Shit auf der Alm. Ja, Mann. Shit auf der Alm. Ah. Sehr gut. Wenn das so weitergeht, bin ich unbesiegbar. Hi. Oh, Flamara ist so toll. Level 17. Ach ja. Ich kann einfach noch nicht. Die sind noch nicht stark genug und die dürfen nicht sterben. Wenn die sterben, ist alles vorbei. So, mal schauen, was hier liegt. Vielleicht was Cooles. Ein Meisterball oder so. Topschutz, naja. Noch einer, der kämpfen will. Und, was hat er denn? Magneton! Oh, warte, welches Level ist der? 18. Nee, das reicht noch nicht. Der macht mich kalt. Weil die haben gute Attacken, das darf man immer nicht vergessen. Wenn der einen Hyperstrahl raushaut oder so ein Scheiß, ist einfach vorbei mit der... Alter! Ah, jetzt hab ich vergessen zu wechseln. Egal. Paralysiert ist schlecht. Ganz schlecht sogar. Immer mit... Ja, das ist wichtig. Mir sind schon viel zu viele gestorben, weil ich so übermütig war. Das ist so krass, was da auch mal... Da kann einfach mal so ein One-Hit rausklatschen. Giftwolke. Kann einer von beiden nicht eh schon Giftpuder? Schwerthandgenesung Überroller. Giftpuder kann sie ja. Muss ich machen, weil Paralyse ist eins meiner größten Feinde hier. Er sagt, er besitzt einen... Oh, der heißt sogar Fischer. Hat aber einen Rizeros an der Angel gehabt anscheinend. Hätte ich mich auch gefreut. Ein Rizeros ist auch nicht schlecht. Boah, Level 34 einfach. Ah, Mew! Arschloch! Schafft die nicht. Wenn der haut irgendwas Hartes raus, wetten. Da muss ich wechseln. Ach Mann, Alter. Mew wäre so toll. Mew kann, glaube ich, alle Attacken lernen, wenn ich mich nicht irre.
Sehr gut. Ja, ja, komm. Der nächste Attacke. Klar. So, easy. Level 19. Na also, vielleicht wird es langsam auch was mit denen. Versucht Superzahn. Aber das wäre ein Scheiß. Ah, das ist so eine Radfratz-Attacke, weißt du? Einfach so völlig sinnlos. Hyperzahn ist nicht schlecht, aber... Ah. Was macht ein Schwerttanz? Ich glaube, Schwerttanz macht nur Agilität, gell? Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Ist egal, ich werde eh nie kämpfen mit dem. Wetten, wenn ich ihn einsetze, ist er tot bei meinem Glück. So war es bisher immer. Alles, was ich hochtrainiert habe, war nach einem Kampf tot. Das war's. So, fertig. So, Pokémon Center, dann gehen wir nach oben und dann müssen wir nochmal gegen Gary kämpfen und gegen den Captain. Und dann haben wir Zerschneider, dann kommt Arena Nummer 3. Und dann sind wir hier auch schon durch. Läuft ja wie geschmiert Butter. Brot. Es geht voran, Madame. Irgendwo rennt ein starkes Glurak von mir rum. Irgendwo und tötet Menschen. Ich hoffe es, dass das... Frag mich immer, wieso wilde Pokémon keine Menschen töten? Außer Beboars, oder? In der Serie, Beboars sind die einzigen Viecher, die dauernd Menschen angreifen mit ihren Stacheln. Und die haben ja schon krasse Dinger, also die töten dich. Aber die anderen irgendwie nicht. Die könnten uns, die könnten die Menschen auch einfach unterwerfen, wenn man es mal genau nimmt. Oder? Ich meine, so ein Rizeros, weißt du? Erdbeben, 1000 Menschen tot. Aber gut, ist ja eine Kinderserie. Wo geht's denn dahin? Ach, das ist die Cafeteria. Ich weiß, hier gibt's, glaube ich, irgendwo einen Mülleimer, wo ein Item drin liegt. Ein seltsamer Ball im Müll, genau. Hier wird man das erste Mal mit der Mechanik vertraut gemacht, dass man Mülleimer anklicken kann. Schade. Kein Ball, sondern anders. Ha, noch mehr Kämpfe. Nein. Ah ja. Danke für diesen Eintrag eines Relaxus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin der Einzige mit schlechten Viechern. Die haben alle so gute. Und auch irgendwie wiederholen die sich dauernd. Ja, Rosanna gegen Rosanna. Ah, das ist, wäre jetzt wieder... Natürlich bin ich paralysiert. Trotzdem gewonnen. Ah! Psywelle, auch gut. Ja. Dunkelnebel ist eigentlich praktisch. Weil hebt, glaube ich, Statusveränderung auf. War das nicht so? Würde mir jetzt helfen, wenn mein Vieh stärker wäre, dass sie einen Angriff überlebt. Warte, Psi-Strahl macht Schaden, gell? Psi-Welle macht wirklich keinen Schaden. Was macht Psi-Welle dann? Confused, oder was macht das dann? Mal ausprobieren. Ich wollte einfach eine Psycho-Attacke haben. Ich kann ja sonst nichts. Mal ausprobieren. Hier war das, glaube ich, gell? Ja. Sind ja nicht mehr viele Türen. Mann, das.
Aha. Schaffe ich nicht, gell? Typ Boden. Schwierig. Los, Ella! Und wechseln, Ella, weil du bist zu schwach. Bam, ba, ba, bam, ba, 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 bam, ba, ba, ba. Gut, wieder einer weg. Wie viel Geld die mir geben? Jedes Mal über 1000 teilweise, das ist echt gut. Anton! Gut, dass der so stark ist, ohne Scheiß. Ein Nugget! Jawohl! Kann ich tatsächlich brauchen. Sag mal, seit wann sind das hier so viele Türen? Safari-Zone, weißt du, jetzt kommt der mir mit Safari-Zone. Jetzt kommt, glaube ich, kommt Gary jetzt, wenn ich nach rechts gehe oder wenn ich nach oben gehe? Ich glaube, wenn ich nach rechts gehe, kommt er. Weil da ist der Captain, dann gehe ich erst darüber. Einfach in den Kampf reingelaufen, das war jetzt gar nicht das, was ich wollte. Bis meiner überhaupt anwesend? Der macht halt einfach gar nichts. Er lässt sich einfach nur verprügeln. Idiot, Alter. Oh, ein Lapras. Oh, Lapras ist so tolles Pokémon. Ich bin dauernd paralysiert. Sind das alles Trainer? Natürlich lebt die noch. Die ist ja auch nur Beiwerk. Die kämpft ja noch nicht. Der Einzige, der wirklich kämpft, ist mein Hypno. Wenn er denn mal nicht paralysiert ist. Er wird immer stärker. Die Ella wird jetzt dann Level 20. Bald. Bald. Dauert noch. Oh, Paralyse nervt mich. Das heißt, ich muss wieder zum Pokémon-Center laufen. Okay, der will nicht. Willst du? Nein. Schade. Britney ist ein Pummeluff. Habe ich gefangen vorhin. Und trainiere ich nebenbei auch noch mit hoch. Hoppala, weil trainieren wichtig ist. Stehst du? Trainieren ist das A und O. Ich kann mich nicht nur auf Hypno... Oh Mann, ich laufe einfach zu weit. Ich kann mich nicht immer nur auf Hypno verlassen. Das ist mein Untergang. Wird der Tag kommen, da wird Hypno mich verlassen. Und ich habe Angst davor. Okay. Gary und der Captain. Ja, wie oft willst du mein Ticket denn noch sehen?
Da ist er. Irgendwo. Da. Sian's Hockey! Jan hat einfach schon 40 Viecher gefangen. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt gibt es gar nicht so viele, die man im Gras fangen könnte. Naja, wobei mit Entwicklungen vielleicht, aber der hat ja, kann niemals so starke Viecher haben. Wunderbar! Los, mein kleines, dickes Britney. Einfach schon so gut wie tot. Das ist so unfair! Und paralysiert. Ah, das könnte jetzt mal, das könnte gefährlich werden. Hey, hat Schaden gemacht, Psi-Welle. Nein. Oh, ich hab auch einfach Pech. Alles, was schief gehen kann, geht bei mir immer schief. Okay, der hat diesmal... Ah, jetzt habe ich mich verdrückt. Der hat kein starkes Team diesmal. Außer Flamara. Das ist das Einzige, was er immer noch hat. Okay. Ich glaube, der Captain kämpft nicht gegen mich. Komm, mach, hau ab. Vergiftung heilen, wichtig, sonst tot. Da ist der alte Mann. Gib mir dein... Habe ich überhaupt ein Viech, das Zerschneider kann? Okay. Aber jetzt blöd, wenn das keiner lernen kann. Hallo? Was mache ich denn jetzt? Das kann der gar nicht lernen. Keiner. Scheiße. Was mache ich jetzt? Ist vorbei. Ich kann nicht weiterspielen. Ich muss eins fangen, das Zerschneider kann. Übrigens, hier in dieser Animation bewegt sich nicht das Schiff, sondern das Wasser bewegt sich. Das Wasser schiebt das Schiff quasi weg. So ist es damals gemacht worden. Ja, aber ich darf eigentlich keine fangen. Ja, doch, müsste schon gehen. Da ist das Relaxo Richtung Lavandia vielleicht. Muss ich gucken. Shit, ey. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass ich ja gar kein... Was mache ich, wenn ich keins fangen kann? Habe ich dann verloren? Ich meine, ich habe hier geangelt, aber die sind Level 5. Dieser Knoss war das, gell? Wenn ich das nochmal mache... Und einfach mal einen Pokéball werfe, vielleicht habe ich ja Glück. Wo ist denn die scheiß Angel? Mein Level 5? Ich habe verfehlt. Wie kann ich denn dieses Viech verfehlen? Hä? Wie kann man denn ein Wie? Warum? Was ist das denn für ein Quatsch? Der verfehlt! Hä?
Hä, was ist denn? Wieso verfehlt? Ich kann ihn nicht schwächen, ich bin zu stark. Die sind zu stark, die Viecher. Hast du gesehen, das Schädelwumme war ein One-Hit? Was kann er? Giftpuder, aber ich glaube, gegen Gift ist er immun. Knochenbumerang wird ihn töten. Dunkelnebel bringt nichts. Und Psi-Welle. Psi-Welle könnte gehen. Psi-Welle macht nicht viel Schaden. Ich probier's. Dieser Knoss kann nicht immun sein. Den brauche ich, will den haben. Da gibt's ein Pizza-Floor. Angel. Weiß auch gar nicht, ob der da immer auftaucht. Tatsächlich, ist immer derselbe. Statt Carpador gibt's Pizza-Knoss. Pass auf. Psi-Welle. Ah, das könnte gehen. Nein, er hat's getötet, Idiot. Nochmal, komm. Das könnte gehen. Komm. Einmal Psi-Welle und gut. Pass auf, einmal Psi-Welle. Siehst mal, wie schwach die Attacke ist. Der ist Level 5. Was? Hä, was ist mit dem Spiel los? Du kannst doch nicht mal so machen. Das funktioniert nicht. Du musst schon konstant machen. Sonst macht es hier keinen Sinn. Komm, jetzt mach nochmal. Daneben, natürlich. Und? Hä, jetzt macht er wieder weniger. Hä? Ja, aber die Regel habe ich aufgeweicht. Weil ich, sonst jetzt auch nicht an den Zerschneider rankomme. Ich kann es jetzt mal anders versuchen. Das ist meine Notfalllösung für Zerschneider. Das Ding ist nämlich, jetzt stell dir vor, ich hätte nur Hypno. Hier, Level 35. Ich könnte überhaupt kein Viech mehr fangen. Es wäre vorbei. Wie soll ich das machen? Geht ja gar nicht. So schlechte Attacken kann ich ihm gar nicht beibringen. Deswegen habe ich das ein Ticken aufgeweicht, dass ich, wenn ich es denn brauche, wenn ich's, aber auch nur, wenn ich es wirklich besiege. Hier ist die Höhle. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt schon was machen kann. Ja, ja, doch. Aber da sind auch Viecher drin. Ist schon mal gut. Hier auch. Okay. Und Trainer. Alles klar. Okay. Mal schauen. Bitte, bitte, bitte was Gutes. Hatten wir den nicht schon? Mit dem Namen Arsch? Natürlich geht meine Attacke daneben. Natürlich geht meine Attacke daneben. Natürlich geht meine Attacke daneben. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Der ist einfach weg. Wo ist er denn hin? Der ist einfach weg. Wo ist er denn hin? Ich glaube, Golbat spawnt nirgends. Nur Zubat. Ja. Egal. Aber der kann auch keinen Zerschneider. Natürlich kriege ich den wieder. Natürlich. Natürlich gebe ich ihm. Schaufler hat er gemacht. Ja, ja, natürlich. So, du heißt genauso, wie du vorhin auch schon hießt. Einfach wieder aufgerüstet jetzt. Und zwar war das der Arsch. Ich erinnere mich noch genau an dich. Aber der kann kein Zerschneider, gell? Ich probiere es trotzdem. Ich hätte beim Randomizen einstellen sollen, dass die alle Attacken lernen können. Das hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Nee, neu starten musste ich noch nicht. Dank dem Hypno. Das Hypno ist so stark, das tötet ja alle. Wenn ich da so weitermache... Der ist ja jetzt Level 35. Wenn ich so weitermache, ist der Level 40, 45. Und dann kann ich mit ihm alles alleine machen. Aber das ist halt beim Nuzlocke völlig normal, dass ein Viech stark ist. Weil eins rettet dich immer. Hat aber den Nachteil, fangen wird schwieriger. So, was kannst du?
Säurepanzer, Schlammbad und Giftstachel und Glut. Wie der Glut kann? Ich wusste gar nicht, dass der Glut überhaupt lernen kann. Okay. Die Höhle. Die Höhle bleibt noch. Da könnten wir noch Glück haben, was Viecher angeht. Ich hasse paralysiert sein. Paralysiert sein ist mit das Schlimmste überhaupt. Okay, schauen wir mal in die Höhle rein. Die Dick der Höhle. Ja, die war richtig, ich fand die richtig nervig. Aber mal schauen, was hier jetzt auftaucht. Wenn wir Glück haben, ist da ein Mew oder Mewtwo drin. Und? Was spielst du? Ein Rassaf! Das ist gar nicht so schlecht. Nur weiß ich nicht, wie es fangen soll, um ehrlich zu sein, weil ich zu stark bin. Wie soll ich es fangen? Shit! Ich kann es nicht fangen, wenn ich jetzt... Also Alexi kills, das ist klar, der ist zu stark. Ah, jetzt hat er mich weggekickt. Wie lustig, dass er nochmal auftaucht. Der tritt mich einfach weg. Ach, hier taucht nur Rasaf auf. Das könnte klappen. Weil das Gift... Gift hilft mir jetzt. Das könnte hinhauen. War klar. Ich kann halt kein anderes Viech herholen, weil ich habe Angst, dass der das tötet. Okay, jetzt ist es gelb. Natürlich. Ah, jetzt schlafe ich. Aber gut ist der nicht, der kann ja anscheinend nur Doppelkick. Und Wirbelwind. Oh, Wirbelwind, Mann. Aber Rasaf hilft mir gar nichts. Hör halt auf! Das. Oh, aber das darf ich nicht fangen! Oh, das darf ich auch nicht fangen! Hoppala. Ah, ein Rasaf, aber Rasaf. Ja, ich habe die dann einfach entwickelt, aber Rasaf kann auch kein Zerschneider, oder? Kann Rasaf Zerschneider lernen? Ich weiß doch sowas nicht. Aber viel mehr Routen. Mal überlegen. Azuria City nach rechts, glaube ich, die Route kann ich noch gehen. Dann wird es aber auch schon eng. Wenn er es eh nicht lernen kann, dann interessiert er mich nicht. Aber kann man sich mal merken, kann ich irgendwann mal fangen. Ja, Sichlor. Cool, danke, dass Sichlor... Hä? Ihr habt kein Sichlor! Darf ich da jetzt mittlerweile durch? Nee, gell? Achso, die sind immer noch durch. Durstig. Obala. Obala, ich bin gespannt, was in dem Fossil drin ist. Bestimmt ein Mew.